Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir sind jetzt hier in dieser Gruft oder in diesem Gewölbe der Bibliothek. Und wir müssen uns vorsehen, denn hier sind ziemlich tiefe Abgründe und da ist es wahrscheinlich besser, wenn wir nicht runterfliegen. Gehe ich mal von aus und deshalb versuchen wir natürlich unser Bestes hier heil durchzukommen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen was zu plündern. Dann bin ich auch nicht ganz abgeneigt, das mitzunehmen. So. Späten brauchen wir nicht. Von hier oben kommen wir. Hier geht's auch nicht durch, oder? Durch die Tür. Nope. Dann müssen wir durchs Fenster. Einmal hierher. Das ist die besagte Tür, die sich nicht öffnen ließ. Und hier sollten wir mal drehen. Oh, wow. Oha. Sehr praktisch. Ein Moment. Okay, das fällt dann automatisch hin. Das wollte ich nur mal testen. Ja, ist sehr cool gemacht. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Nur eine Tür als Bilddatei beziehungsweise als Grafik dargestellt. Okay. Ich denke mal, hier geht es nicht weiter, deswegen gehe ich hier als erstes hin. Das sind ja die üblichen Vorgehensweisen. Hier kann man wieder drehen. Nein, das möchte ich jetzt noch gar nicht. Einmal würde ich schon noch gerne hier hoch. Im üblichen Stil. Und dann kann ich immer noch gucken, wo die Alternativroute nun hinführen tun tut. Okay. Wir haben ja auch ein Tier oder etwas Ähnliches gehört. Ein Mohn. Sehr schön. Wo sind wir denn hier jetzt? Sind wir jetzt einfach wieder hier oben? Wo wir vorher schon waren? Können wir hier nicht runterhüpfen auf die Treppe? Das ist ja irgendwie witzlos. Muss ich schon sagen. Geht's jetzt hier nicht weiter, oder was? Eieiei. Wir müssen wohl hier hoch, offensichtlich. Aber ich sehe jetzt hier nicht wirklich eine Stelle zum Hochklettern. Hier könnte man eventuell ausmachen, wenn jetzt hier ein Feuer brennen würde. Aber dass man hier jetzt nicht runterkommt, ist ja doch sehr eigenartig. So, okay, dann machen wir es anders. Wir gehen den Weg zurück. Einmal hier hoch. Klack, klack. Das geht zum Glück, den Weg zurück. Hat sich sogar gereimt zu gehen. Können wir dann da hier drüber über diese Hängematte, das ist es? Ja, mal schauen. Und jetzt müssen wir aber hier das Rädchen drehen. Aber ich wollte natürlich den Ursprungsweg erstmal anschauen, bevor ich hier was drehe. So. Da muss ich ganz lustig hier die Maus drehen. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Oh. Das muss ich noch mir angewöhnen. Die Maus wieder in Ruhe zu lassen, weil sonst ist klar, dass er sich so dreht, so komisch. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, die Frage ist natürlich, wie kommen wir hier weiter? Ist natürlich klar, Eisenglas. Kennt man ja. Ach, und die Laterne brennt jetzt offensichtlich. Hier kommt man auch nirgends weiter. Dann müsste man ja eigentlich als Spieler jetzt hier runtergehen.
Warum bin ich tot? Das war nicht hoch. Wieso? Natürlich, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Hier. Na, klasse. Sehr praktisch. Sag ich auch immer. So. Hier einmal ducken. Aber da war... Doch, kommt man hier vielleicht irgendwie... So drüber? Nein, offensichtlich. Da war irgendwas zum E drücken. Ah. Ein altes Goldstück, okay. Das habe ich vorher übersehen. Ja, hat sich doch gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Nicht. Aber diesmal gucken wir uns den Weg gar nicht erst an. Sondern gehen gleich so. Bringt ja eigentlich nicht viel. Ist recht schwer nach dem Drehen direkt wieder in die Spur zu kommen, muss ich ja sagen. Ach, vielleicht irgendwie mit einem Pfeil oder so? Mit so einem Seilpfeil, was? Sowas ja, genau. Zum Beispiel. Nö. Offensichtlich nicht. Kann ich eigentlich auch so Laternen anmachen, indem ich drauf schieße? Ja, offensichtlich schon. Ein einfacher Sprung. Aber wie komme ich darauf? Gute Frage, nächste Frage. Man sieht dann, er fängt an zu zittern, ne? Natürlich, es bringt auch nichts. Shit. Einmal kurz speichern. Speichern. Hey, speichere doch. Komme ich jetzt hier hoch? Assassin's Creed würde ich jetzt einfach da an den Planken hochklettern. Da unten. Hat das was mit den Zahlen zu tun vielleicht? Das ist ja ein blaues Zeichen. Vielleicht muss ich damit Wasser drauf schießen. Nö. Aber ich verbrauche hier nur meine Pfeile. Was ist, wenn ich den... Ah, wenn ich den hier mache? Vielleicht passiert da dann was Nützliches. What the fuck ist das? Alter! Gehen wir den Weg wieder hoch. Wir kennen ja schon die beiden Wege. Das war ganz klar nichts Menschliches. Nein, nein. Jetzt kommen wir hier nicht mehr rüber, oder wie? Naja, super. Können wir das hier mal wieder nehmen, den Mond. Jetzt einmal speichern. Jetzt können wir zum Glück wieder. So, einmal abwarten. Sehr schön. Und now. Vielleicht müssen wir die Brücke da drüben anders stellen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Einmal so, dass wir wieder hochkommen.
kann es mir schon ungefähr vorstellen. Ein Moment bitte, liebe Damen und Herren. Ich hoffe, das geht so, wie ich das denke. Genau, und jetzt nehmen wir nämlich die andere Route. Genau. Und jetzt drehen wir eben, wie gesagt, den hier. Wie beim alten, dann können wir den anderen Weg nämlich nehmen, um da wieder hochzukommen. Ich hoffe, das funktioniert. Wäre sehr löblich, wenn es denn gehen würde. So. Gut, hier kommen wir jetzt schon mal wieder runter. Das ist natürlich faszinierend. Was das Problem ist. Also einmal hier oben das Feuer anmachen. Das mag er, glaube ich, immer gerne, unser Typi. Zack. Da gibt er uns immer Tipps normalerweise. Das will er jetzt auch nicht mehr. Vielleicht das nochmal drehen. Es hängt ja mit da hinten nicht zusammen normalerweise. Das ist ja alles was Eigenes. Ich hoffe, das geht jetzt so. Jetzt konnten wir zum Glück runterspringen. Und hier war dieses ekelhafte Viech. Okay, einmal speichern. Geht nicht, natürlich. Gesundheit haben wir keine mehr. Lass doch mal speichern, ey. Also wir müssen ja da hoch. Mein Knüppel habe ich allzeit bereit. Auch wenn sich das etwas falsch anhört. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Truhe, die nicht verschlossen ist, uns aber auch nichts bringt, weil nichts drin ist. So, jetzt sind wir schon mal auf der Höhe hier, ja? Das ist schon mal ein Fortschritt. So, aber bald wird uns dieses Viech angreifen. Ich sehe es doch schon kommen. Uiuiui, kann man hier speichern vorher? Kann man, gut. Bevor ich den Sprung nämlich wage, würde ich gerne speichern. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Also, der Sprung hat mal geklappt. Jetzt schaue ich mich hier mal um eben. Ich meine, das Drecksviech lässt ja auch nicht auf sich warten. Es wartet ja nur auf uns. Okay. Dann muss man auch wieder irgendwas einstellen. Das leider bin ich noch nicht so wirklich dahinter gekommen. Außer es ist ganz einfach und wir müssen es so machen. Das wäre natürlich der Idealfall. Dass sie einfach alle wieder hier. Nein. Böse. So, und jetzt einsetzen. Hoffentlich funktioniert es, das wäre Hammer. Yay. Und wenn wir das was nehmen, Leute, greift unser Scheißviech an, ich kenn's doch. Antiker Armreif.
Ach Gott, ey. Da oben ist noch so ein Seil, an dem wir uns hochhangeln können. What the fuck? Ein antiker Armreif. Hat der auch sowas für uns? Ey. Kann man da nochmal drücken? Der war wohl defekt. Ist aber cool gemacht, ne? Warum geht denn nicht da? Das ist nicht gut. Okay, einmal noch speichern. Denn jetzt geht es wahrscheinlich ab, vermutlich. Wir nehmen das Buch. Albus. Cornelius. Die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Uiuiui, entkomme aus den alten Ruinen. Dafür würde ich gerne an diesem Seil hochgehen. So. Natürlich erst, wenn ich mich roundabout mal umgeschaut habe. Ach so, wir sind ja schon ganz oben, okay. Okay. Ich dachte schon, ich komme wieder nicht weg und kann nicht abspringen. Natürlich kann ich auch nicht. Ach, da muss ich erst ins Dimmseil springen. Ich hab Schiss, dass der Typ jetzt kommt. Oder das Ding. Und ob er in der nächsten Folge kommt, oder ob er bald kommt, werden wir in der nächsten Folge sehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, wie es euch gefällt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja? Und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Leute. Ciao, haut rein.